So, weil ich schon fertig bin mit der Vorbereitung und das ein oder andere noch prüfen konnte, breche ich mal den Kram ein bisschen eher ab und gehe direkt rein in Baphomets Fluch oder Broken Sword. Und ich will gar nicht so lange vorausreden, das Ganze hier heute unter dem Titel Kinder ihrer Zeit. Was meine ich damit? Baphomets Fluch ist ein Spiel, das mich schon sehr, sehr lange begleitet und es ist eines dieser Wohlfühlspiele, zu denen man immer wieder zurückkommt. Und es ist mittlerweile in ganz unterschiedlichen Varianten erschienen und wird jetzt demnächst auch als ein HD Remake Remaster wieder veröffentlicht. Und zwar im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von dem sechsten Teil der Serie. Parzival's Stone. Man kann dreimal raten, was es ist. Es geht hier um den Gral. Und um es gleich vorwegzunehmen, wenn ihr diese Reihe nicht kennt, spielt bitte folgende Titel 1, 5 und wartet auf den letzten. Spielt, also tut euch den Gefallen und spielt 2, 3 und 4 nicht. Selbst wenn ihr Fans seid und das Video seht und ihr den zweiten Teil noch irgendwie ganz gut findet, eigentlich muss man den nicht spielen. Also 1, 5 und Parzival Stone, mit anderen Worten, der Kral. Ist für 2024 angekündigt. Ich freue mich sehr drauf und denke aber, dass ich mir das Remaster tatsächlich sparen kann. Und um nochmal ganz kurz ein bisschen was über die Spannenden zu sagen, über die wir reden. Baphomets Fluch erschien 1996. Da war ich 20 Jahre alt. Jetzt ist es ein bisschen später schon. Und unabhängig von meiner eigenen lebensbiografischen Fortschritt ist es so, dass Baphomets Fluch seit jeher als unglaublich gut produziertes Adventure gilt. Und zwar nicht vielleicht im Hinblick auf die Rätsel oder den abgetretenen Humor, da ist LucasArts Form. Und man wird nicht um Monkey Island herumkommen, das ist keine Frage, sondern Baphomets Fluch erschien auf CD und hatte Sprachausgabe und wurde von professionellen Sprecherinnen vertont. Das werden wir gleich hören. Allerdings ist das Ganze jetzt mal über den Daumen 23 Jahre her. Ja, also das heißt, oder ne, 26 Jahre her, 27 Jahre her. Also fast 30 Jahre. Und das Besondere ist, dass man mehr oder weniger in dieser Art und Weise eine Sprachform konserviert hat, die jetzt 30 Jahre alt ist. Das Besondere im Director's Cut, den wir jetzt hier gerade sehen, ist, dass der ergänzt worden ist um ein, zwei Textzeilen, der aber im Wesentlichen die alten Tonspuren enthält. Und das auf dieses Phänomen kommt es mir jetzt an, noch gar nicht so sehr auf die Narration. Okay, also wir gehen ins Spiel. Ich muss mal schauen in den Optionen, ob wir alles richtig haben. Ich würde mal. Ja, Grüße zurück nach Magdeburg. So. Also, ich schaue mal schnell. Wir starten ein neues Spiel. Paris. Stadt der Liebe, Romantik und Träume. Sagt man. Das habe ich auch mal gedacht. Aber seit jenem Tag, dem Tag des Mordes, denke ich bei meinem geliebten Paris auch immer an den Tod.
liege also zu Hause gerade in der Badewanne, als mein Verleger anruft. Collar, schwing deinen Hintern rüber zum Palais Royal. Sofort. Du musst jemanden interviewen. Und zwar Pierre Cachon. Ja, genau. Den Pierre Cachon. Keine Fotos, also lass deine Knipse zu Hause. Er hat selbst nach dir verlangt, ausdrücklich. Frag mich nicht, warum. Egal, könnte eine große Sache sein. Also, wenn er dich anbaggert, nicht vergessen. Immer lächeln, ja sagen und weiter mitschreiben. Wie charmant und überaus zutreffend. Pierre Cachon ist ein Medienkönig, ein Nationalheld und einer der berüchtigsten Ehebrecher in ganz Europa. Er und seine Frau Imelda sind nur einen Hauch von der Königswürde entfernt. Hey, ich hasse Pantomimen. Aber wenn man nicht auf sie eingeht, hauen sie nie ab. Da bin ich also. Der Palast des Medienkönigs und der Eiskönigin. Ich klingle und setze damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die mein Leben von Grund auf ändert. Ja, was gibt es? Madame, mein Name ist Nico Collard. Ich bin verabredet mit Monsieur Cachon. Kommen Sie rauf, wir sind im ersten Stock. Madame Cachon, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, natürlich. Die Eiskönigin wird Ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht. Werden Sie beim Interview dabei sein? Mademoiselle, ich weiß nur wenig über die Geschäfte meines Mannes. Und es interessiert mich noch weniger. Ich habe definitiv kein Verlangen zuzusehen, wie er noch eine hübsche kleine Journalistin begrapscht. Hübsch? Das ist zu freundlich von Ihnen, Madame. Ah, die begabte und ausgesprochen schöne Mademoiselle Collard. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Monsieur Cachon, es ist mir eine Ehre. Oh ja, das glaube ich gerne. Nennen Sie mich doch Pierre, bitte. Das war keine Schmeichelei gerade. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er war ein großer Mann. Mein Vater? Aber er hat nie erwähnt. Wir standen uns sehr nah. Und dann sein Tod. So tragisch. Ich muss... Imelda, deine verdammte Katze ist schon wieder in meinem Büro. Nach einer Ming-Vase zum Teufel, nehme ich an. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Liebste. Ihr Journalistinnen werdet auch jedes Jahr jünger. Vielleicht wird nur der Rest der Welt immer älter, Madame. Das war aber keine Katze. Mein Gott! Was? Monsieur Cachon. Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hierbleiben. Da war ein Mann. Es war dieser Pantomime. Glauben Sie, er... Naja, ich schätze, Selbstmord können wir mal ausschließen, oder? Kein Wunder, dass man sie die Eiskönigin nennt. Sie wäre sofort die Nummer 1 auf meiner Verdächtigenliste. Wenn ich den Angreifer nicht selbst gesehen hätte. Und wenn mir nicht schon früher ein paar genau solcher Morde untergekommen wären. Einer der wichtigsten Männer Europas ermordet. Und hier stehe ich, Nico Collard, alleine am Tatort. Soll ich auf die Polizei warten oder den Fall selbst untersuchen? Die Antwort ist wohl klar. So, herzlich willkommen im Spiel. Wie man vielleicht schon gesehen hat, also ich, wie gesagt, ich spiele das Ganze jetzt hier auf dem Steam Deck ohne ein separates Device, sondern einfach mit den Möglichkeiten, die ich hier habe. Man merkt schon an der ein oder anderen Figurenrede, dass man, ich sage jetzt mal ganz freundlich, mit coolen und jugendsprachlichen Ausdrücken an der Zeit, flapsig, salopp, 30 Jahre schon ein bisschen daneben liegt. Also das hängt auch ein bisschen davon ab, dass wir bestimmte Sachen nicht mehr benutzen. Also als da wären zum Beispiel Knipse, ja, als Ausdruck und also für den Fotoapparat oder auch so ein Spruch wie schwing deinen Hintern rüber ist möglicherweise etwas, das heute nicht mehr so gebräuchlich ist, wie es vor 30 Jahren noch war, mal ganz abgesehen von dem latent durchschwingenden Sexismus hier in diesem Prolog.
der eher noch an Sprachgewohnheiten von Thomas Gottschalk erinnert, die Mitte der 90er Jahre auch noch nicht so markiert waren, wie sie heute sind. Okay, schauen wir mal in das Spiel rein, um das ein bisschen uns genauer anzuschauen. Wie gesagt, man erkennt... Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Ich habe diesen Mörder schon mal gesehen. Und sogar über ihn geschrieben. Der Kostümmörder. Zumindest habe ich ihn so genannt. Manche Leute ekeln sich davor, Leichen nach Hinweisen zu durchsuchen. Mir macht das nichts aus. Erinnert mich an einen früheren Freund. In seiner Tasche steckt eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als ich die Fahrkarte an mich nehme, erfülle ich den Tatbestand der Unterschlagung von Beweismitteln. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. So, am unteren Rand, das ist für Adventures dieser Art typisch, sieht man die Menüleisten, die ganz relevant sind hier, und zwar mit einem Tagebuch, in der Notizen gemacht werden, dann mit einer mit einem Inventar, damit das Billett, ja, also das heißt, das können wir uns anschauen. Mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als kleines Mädchen durfte ich mit meinem Vater manchmal in den Bateau Mouche mitfahren, wenn ich brav war. Und an der Stelle, das machen wir jetzt noch nicht, kann man sich tatsächlich Tipps abholen. Also, falls man nicht weiterkommt, das war Mitte der 90er ohne Internet essentiell. In der einen oder anderen Situation. Aber hier können wir jetzt eigentlich gerade nichts tun. Eine Büste von Pierre Carchon, dem bescheidenen Diener der Grande Nation. Ein kleines rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten worden. Das war die Arbeit eines Profis. Ich bin ganz sicher, ob ich herausgehen kann. Ah doch. Schau an. Der Mörder muss die Leiter benutzt haben, um an das Fenster ranzukommen. Er ist schon lange weg. Wahrscheinlich hat er die Leiter zusammengeklappt, in die Tasche gesteckt und mitgenommen. Das Regal ist voller obskurer Erstausgaben. So, ich glaube, hier gibt es nicht viel mehr zu tun, wenn ich mich richtig erinnere. Gehen wir mal nach draußen. Die Polizei kann jede Minute hier sein. Irgendwo hier sind Hinweise auf einen Mörder versteckt und ich muss sie finden. Was für die Baphomets Fluchreihe oder Broken Sword Reihe ebenfalls essentiell ist, dass sie Geschichten entwirft, die historische Mythen, historische Stoffe verarbeiten. Fiktiv, ja, zu einer neuen Geschichte spinnen. Und im Wesentlichen schon an die Traditionslinien der Templer anschließen. Ja. Also das, was man hier sieht, ist ein Templerkreuz. Oder zumindest erstmal ein Kreuz. Ja, und ich schätze, die Decke könnte ganz hilfreich sein. Das Ganze wird man nach und nach im... Nicht mal mit dem Fingernagel komme ich in ein so winziges Loch. ...in dem Spiel in Erfahrung bringen. So, aber jetzt weiß ich, was mir fehlt. Ich habe das nicht vor zu langer Zeit gespielt. Und zwar muss hier irgendwo... ...eine... Ja, wir gehen mal raus. So, zunächst erstmal nehmen wir die Farbe. Eine Tube Acrylfarbe im Farbton Französisch Ultramarin. Genau die Farbe, die ich für mein Badezimmer suche. Es tut mir leid, ich muss gehen. Jemand ist...
So. Junge Dame, was genau tun Sie da eigentlich? Diese Farbe, das ist meine Lieblingsfarbe. Auch die Adressierung junge Dame, ne? Zeug von mir aus. Also das heißt, in Höflichkeits- und Anredeform sieht man relativ schnell, Imelda hat Talent, aber das werde ich ihr bestimmt nicht sagen. Die Zeit vergeht. Also da können wenige Jahre schon unglaublich viel ausmachen. Verzeihen Sie, Madame. Ja? So, jetzt können wir Sie befragen zu der Decke, zu dem Ticket. Es tut mir leid wegen Ihres Verlustes, Madame. Nein, tut es nicht. Sie sind Journalistin. Journalisten tut nie etwas leid. Das stimmt nicht. Wir werden ja sehen. Das generische Maskulin im Plural ist interessant. Warum wollte Ihr Mann mich sehen? Was wollte er mit mir besprechen? Ich habe keine Ahnung. Seine Geschäfte waren seine Sache. Hat er Ihnen nie etwas erzählt? Nein. Und offen gesagt war es mir auch lieber so. Woher kannte Ihr Mann meinen Vater? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie kannten ihn nicht? Thierry Collard? Pierre kannte eine Menge Leute, von denen ich nie gehört habe. Vor allem natürlich Frauen. Ja, also warum sollte ein Pantomime Ihren Mann umbringen? Pierre hatte viele Feinde. Allen voran schon mal die Hälfte aller Pariser Ehemänner. Mm-hmm. Das ist ein ziemlicher Coup für Sie, was? Ich nehme an, Sie formulieren im Geiste schon die Schlagzeile. Hören Sie, nur weil ich Journalistin bin... Erzählen Sie mir doch nichts. Ihr seid doch alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Haben Sie überhaupt sowas wie ein Gewissen? Ja, darum mache ich ja diesen Job. Quatsch, Sie wollen doch nur Ihren Namen auf der Titelseite sehen. Schön wär's. Aber in der Autorenzeile steht mein Redakteur. Ich mache nur die Drecksarbeit. Erwarten Sie jetzt aber bitte kein Mitleid, ja? Die Polizei wird bald hier sein, Madame. Soll ich vielleicht jemanden benachrichtigen? Freunde, Familie? Nein, ich habe keine Verwandten. Pierre und ich waren... Er war alles, was ich hatte. Nicht gerade viel, was? Die ergebene Gattin, das war meine Rolle. Aber er hat nie was erzählt. Mich nie eingeweiht. Ich weiß nur eines sicher, Madame. Was? Wenn Sie herausfinden wollen, wer Ihren Mann umgebracht hat, dann lassen Sie mich das ermitteln. Nicht die Polizei. Warum? Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ihr Mann hat mich heute hierher eingeladen, weil er mich brauchte. Ich glaube, er wusste, dass ihn jemand ermorden wollte. Und er wusste auch, dass ich ihm helfen könnte. Ich bezweifle, dass er es auf Ihre gut gebaute Datenbank abgesehen hatte. Sie irren sich. Datenbank, ich bin sicher, ich war seinem Mörder bereits auf der Spur. Metapher. Bitte, Sie schulden es ihm. Also, ich weiß nicht... Alles, was ich brauche, sind ein paar Minuten, in denen ich mich in Ruhe also, umsehen kann, bevor die Polizei eintrudelt. Sie haben wirklich ein Gewissen, oder? Ich vertraue so wenigen Menschen. Und vielleicht glaubte Pierre wirklich, dass sie ihm helfen könnten. Was ihn natürlich nicht davon abgehalten hätte, sie trotzdem zu verführen. Hier, nehmen Sie das. Das ist der Schlüssel zum Salon. Neben der Bibliothek am Ende des Flurs. Das war Pierres Zimmer. Ich bin selten da reingegangen. Ich konnte einfach nicht. Ich hatte zu viel Angst davor, was ich da finden könnte. Ja, also vielleicht ganz kurz. Die gut gebaute Datenbank wird hier natürlich Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Am Beak eingeführt, auch mit der Betonung, wo es erstmal darum geht, sag mal, die körperlichen Attribute von Nico in den Vordergrund zu schieben. Gleichzeitig aber auch, was zu dieser Zeit technisch neu ist, zu bezeichnen, nämlich, dass man aus der, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, aus der Registratur und Ablagekultur hin zu einer Datenbank, EDV hat man das damals genannt, elektronische Datenverarbeitung, gewechselt ist. Das war in den 90ern ja wirklich der heiße Stoff. So, der Punkt ist jetzt an der Sache. Ich vermisse eine Haarnadel, die brauche ich. Und meines Wissens liegt die hier irgendwo. Deswegen werde ich hier nochmal gucken, ob ich das nicht übersehen habe. Pierre Carchon ist zum letzten Mal steif. So, da liegt sie. Die brauche ich. Die habe ich vorhin übersehen. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Sie muss runtergefallen sein, als ich niedergeschlagen wurde. So. Ich schließe seine Augen. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann. Okay. Dann gehen wir mal nach draußen. Denn ich muss... Ich werfe auch gleich nochmal einen Blick auf das Bild. Denn ich muss mit dieser. Ach ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass
ich hier für niemanden Spoiler zeige, ne? Das Spiel ist jetzt schon richtig alt. Nico, du bist einfach verflucht gut in solchen Sachen. Na dann? Statt Imelda zu trösten, durchforste ich ihre Wohnung. Warum? Weil hier irgendwas im Busch ist und ich ein paar Antworten finden muss, bevor die Bullen hier sind. Und außerdem war sie ziemlich unhöflich zu mir. Also hat sie es sich selbst zuzuschreiben. Auch da ist doch was im Busch. Wäre eine, ich sage mal vorsichtig, eine verwestete Merod-Einheit, die man sich mal anschauen müsste, im Grund auf ihre aktuelle, in Bezug auf ihre Aktualität. Prozession. Zweifellos ein Original. Die Wandteppiche müssen ein Vermögen gekostet haben. Also die wird man schon so ein bisschen aufgegleist, ne? Also das Kreuz, die Decke, mittelalterliche Prozession, Originale. Und jetzt hat uns Imelda den Schlüssel gegeben für das Büro. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Und hinein. Also alles weiß ich nicht mehr im Detail. Was ist das? Ich brauche kein Licht anzumachen, es ist schon hell genug. Okay, Licht. Dann. Das Gemälde zeigt die Carchons zusammen. Verliebt. Wie der Dichter schon sagt, die Vergangenheit ist ein anderes Land. Oder habe ich das in einem Glückskeks gelesen? Es gibt ein ganz leises Klicken. Ja gut, versteckt ist der Tresor tatsächlich nicht, das muss man ehrlich sagen. Hinter dem Bild ist ein Safe. Das ist schön, aber mir fehlen tatsächlich... Ich weiß nicht, ob ich eine Kombination brauche. Der Schreibtisch eine unbezahlbare Antiquität. Gähn. Auch das Gähn. Das Eingangskästchen sind mit mathematischer Präzision. Das ist wie LOL aussprechen. Mein Herzschlag setzt für einen Moment aus. Es ist ein geschnitzter Elefant. Aber nicht irgendein geschnitzter Elefant, sondern ich weiß, wer ihn geschnitzt hat. Mein Vater. Ich bin sicher. Denn in meiner Wohnung steht das exakte Zwillingsstück, das mein Vater in eine Schatulle geschnitzt hat. Also kannte Carchon meinen Vater. Sie müssen wirklich befreundet gewesen sein. Ich beschließe, den geschnitzten Elefanten mitzunehmen. Ganz offensichtlich bedeutet er Imelda nichts. So. Ich will das Kästchen nicht mitnehmen, aber ich weiß, was ich damit anfangen kann. Ich brauche kein Blatt Löschpapier. Zumindest kein leeres. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich doch hier noch irgendwo die Information finde für den... Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um mich auf das Sofa zu legen und meine Marie-Antoinette-Nummer abzuziehen. Auch wenn die auf Partys immer ganz toll ankommt. Besonders bei schwulen Jungs. Frag mich nicht, warum. Auch hier natürlich, also nochmal Gähn, also dieser Inflektiv, ganz typisch für die 90er Jahre. Damit war man hip, ja, sozusagen. Macht heute kein Mensch mehr. Und dann... auch gleich eine Vorwarnung, das Ganze ist, was Diversität angeht, ja, das hat man schon in den leicht sexistischen, in der sexistischen Anmoderation des Intros gesehen, meilenweit von dem entfernt, was man heute als politisch korrekt bezeichnen würde. Zum Begriff der politischen Korrektheit sage ich jetzt auch nichts. Okay, wir probieren jetzt mal den Schlüssel aus. Ich habe dummerweise keinen Code. Ich hoffe mal, das reicht. Der Tresor ist verschlossen. Aha, ich brauche einen Schlüssel. Den hatte ich doch gerade in der Hand. Na dann. Achso, okay. Ich brauche noch keinen Code hier. Im Safe liegt eine Art Artefakt. Seine Oberfläche ist mit Symbolen bedeckt. Sieht aus wie die Druckwalzen, die ich im Kunstunterricht hergestellt habe. Wenn ich irgendwas über Symbole gelernt habe, dann das. Sie sind immer wichtig. Aber diese in den Stein geritzten Symbole sind unmöglich zu entziffern. Ich muss sie irgendwie ausdrucken. Zumindest ist der Stein rund. Aber was könnte ich als Druckerschwärze verwenden? Und worauf kann ich drucken? Klar, das nennt man Klauen. Aber ich weiß, dass Imelda keine Ahnung von dem Artefakt hat. Und Carchon ist es inzwischen egal. So,
Symbole und ikonische Darstellungen spielen leider in dem Spiel nicht so die entscheidende Rolle, wie man sich das vorstellen könnte. Aber ich will euch jetzt mal hier verschonen mit dem... Die ganze Tischdecke. Wenn ich schon Dreck mache, dann auch mit vollem Körpereinsatz. Ich hoffe, das hilft. Solche Spitze wird heute einfach nicht mehr hergestellt. So. Ich wische mit dem farbverschmierten Tuch über die Oberfläche des Steinzylinders. Da fällt mir direkt wieder unser Kunstunterricht in der Schule ein. Eine Schande, dass sie ihn rauswerfen mussten. Ja, weshalb wohl? So. Auch das permanente Anzüglichkeiten. Immer, wie man heute sagen würde, unter der Gürtellinie. Auch das typisch für ein Spiel, das 30 Jahre alt ist. So, kommen wir mal dazu. Aber auch eine Spezialität dieser Reihe ist, das müssen wir ehrlicherweise auch mal sagen. Genial! Die Walze und die Farbe funktionieren genau, wie ich es geplant habe. Aber was steht jetzt da? So. Das ist eine verschlüsselte Botschaft. Da steht Unterricht. Ich habe ja nicht viel gelernt als Journalistin, aber eins weiß ich. Unterricht schreibt man normalerweise ohne Bindestrich. Die Buchstabenfolge darunter ergibt auch keinen Sinn. Das ist im Übrigen mir klar, was für eine Verbindung zwischen heute auch nicht mehr so typisch. Und der verschlüsselten also Komposita werden auf heute dem Fahrschein steht Bateau de la Conciergerie in der Conciergerie auf der Ile de la Cité. Also im Deutschen. Im Fluss befand sich einst der Gerichtshof. Also könnte man Unterricht in diesem Fall einfach wörtlich nehmen. Unter den Richtern. Unter dem Gericht. Unter der Conciergerie. Ich bin sicher, dass ich hier alles gefunden habe, was zu finden ist. Und außerdem packt mich angesichts des ganzen Prunks hier die Sehnsucht nach meinem normalen, ärmlichen Leben. Das ist eine Riesenstory. Es ist ein mörderisches Puzzlespiel, bei dem noch eine Menge Teile fehlen. Aber ich werde es zusammenbekommen. Und wenn ich mich noch an den Namen dieses berühmten Preises erinnern könnte, den man bekommt, wenn man ein Spitzenjournalist ist. Hier, auf jeden Fall werde ich ihn dieses Jahr auch abräumen. Auch eine Riesenstory, ja. Also das ist auch ein Begriff, den ich eher assoziiere mit, sagen wir mal, so einem Sprachgebrauch in den 90ern. Eine Riesensache oder sowas, ne? Also das wäre noch ein bisschen früher. Ich kann nicht einfach gehen, ohne mich von Imelda zu verabschieden. Ja, dann verabschieden wir uns halt noch. Imelda. Also, dann. Kaum Anglizismen. Haben Sie etwas Hilfreiches gefunden? Diese Schnitzerei. Was wissen Sie darüber? Sie gehörte Pierre. Was hat denn eine Statue Und mit... Und man hört? Bitte. Ich muss es wissen. Er bekam sie von einem Freund. Hatte irgendwas mit Afrika zu tun. Mehr hat er Ihnen nicht erzählt? Nein. Aber ich glaube, sie war ihm wichtig. Sie war immer ausgestellt. Warum? Mein Vater hat sie geschnitzt. Oh, ich verstehe. Das wusste ich nicht. Imelda, ich werde alles tun, um den Mörder zu finden. Vielen Dank, meine Liebe. Und wenn die Polizei fragen sollte... Keine Bange. Sie war nie hier. Unterricht ist der Schlüssel. Ich muss einen Weg unter die Conciergerie finden. Ich werde direkt zu den Kais an der Ile de la Cité gehen. Wenn es einen Weg unter die Conciergerie gibt, dann von dort aus. Na dann. Also man sieht auch schon die metasprachlichen... Cachan war nicht der Typ, der nur so auf dem Fluss rumschippert. Er hatte einen Grund, hier zu sein. Etwas, das ihn schließlich umgebracht hat. Was man auch bemerkt, ist die metasprachliche Lenkung des Spielers durch die Spielfiguren. Es gibt also keinen Erzähler, der von außen eingreift. Bis auf, wenn man jetzt mal die Zwischenblenden mal ignoriert. Und indem zum Beispiel die Spielfigur selbst sagt, ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas finden kann, was ein Zeichen dafür ist, diese Szenerie ist ja abgeschlossen, jetzt können wir gehen. Genauso wie sie es sagt, ich muss hier noch etwas finden, ich kann jetzt noch nicht gehen. Oder jetzt auch, dass ich nicht durch die Tür die Wohnung verlassen konnte, sondern mit Imelda gesprochen habe, um dann faktisch eine weitere Szenerie zu triggern. Das ist sehr intelligent gestrickt für die Mitte der 90er Jahre, das muss man wirklich sagen. Das ist heute ganz normal, aber für die damalige Zeit war das schon was Besonderes. Jetzt schauen wir uns erstmal dieses Kreuz an. Das habe ich doch schon mal gesehen.
Es ist auf das Tischtuch gestickt, das ich in der Wohnung von Madame Carchon habe mitgehen lassen. Ich bin also auf der richtigen Spur. So. Dann gehen wir doch mal hier entlang. Ich versuche, den Zaun wegzudrücken, aber er bewegt sich kein Stück. Ein seltsames Paar Schlösser verhindert, dass die Tore entriegelt werden. So, jetzt der typische... typische Rätselsituation, die ich uns jetzt hier mal erspare. Es geht jetzt darum, dass man hier dieses Rätsel, dass man das verschiebt, das Ganze. So, ups, das will ich nicht. So. Denn darauf kommt es mir jetzt nicht an. Ne? Das ist ein ganz typisches Rätselelement, das man hier löst durch ein Verschieberrätsel. Für einen Raum voller Müll war das ein sehr cleveres Schloss. Irgendwas an diesem Raum stinkt mir und das meine ich nicht nur wörtlich. Auch ein sehr cleveres Schloss kann natürlich auch tatsächlich ein Übersetzungsthema sein. Clever benutzt man heute nicht mehr so frequent. Oha. Das müssen wir nehmen. Eine alte Geschosshülse, was die wohl hier zu suchen hat. So. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, wie das jetzt an den beiden Seiten sind die Wörter Sinister und Dexter eingeritzt. Nun, jede brave Klosterschülerin wie ich kennt natürlich die lateinischen Begriffe für links, rechts... Wieder in Bezug aber auf das eigene. Die hier zu suchen? Wieder mit movierter Form, also Klosterschülerin. So, ja, was hat hier zu suchen? Kann ich aufklären? Und zwar. Der eingefärbte Zylinder hat mir als Druckwalze. Da steht Unterricht. So, dann die Kombination SDSS, also links, rechts, links, links, rechts, links, links. Wir müssen aber ohnehin erstmal den Zylinder hier einsetzen. Rätsel gelöst. Carchons Steinzylinder gleitet in das Loch und rastet mit einem wohltuenden Klick ein. Das ist übrigens egal welches Adventure ihr spielt. Das Symbol für dafür, dass das Rätsel vorangeht. Der eingefärbte Zylinder hat mir als Druckwalze seine geheime Nachricht verraten. So. Da steht links, rechts, links, links, rechts, links. Darunter sehe ich die Buchstabenfolge SDS, SDSS. Links. Ein befriedigendes Klicken verrät mir, dass ich ihn in die richtige Position gedreht habe. Fühlt sich an wie die einrastenden Riegel eines Tresorraums. Noch ein Klick. Wieder einen Schritt weiter. Links. Ich kann mir das nicht merken. Jetzt muss ich mal gucken. Vor allem, wenn die permanent reden nebenbei. Mach ich auch. Der eingefärbte Zylinder hat mir als Druckwalze seine geheime Nachricht verraten. SDDS. Unterricht. SDSS. Darunter sehe ich die Buchstabenfolge SDS, SDSS. Ja, ist recht. Gut. Also. Nochmal. Links. Rechts. Links. Links. Ich liebe das Geräusch sich öffnender Schlösser. So, ich denke, ich kann, muss sogar den Bolzen wieder rausnehmen. Ich entferne den Steinzylinder. So, neben dem Rätsel jetzt an der Tür, dem Schlossrätsel, war das hier eins, wenn man keine Hilfe hatte, dass es echt in sich hatte. Und ich mache jetzt noch den Raum mit euch, um
tatsächlich ein... Oh mein Gott! Die Platte kam mit Karacho runtergekracht. Genau. So. Ich muss jetzt, glaube ich, erst die Geschosshülse dort einsetzen. Unter dem Steinkreuz. Das Steinkreuz ist abgestützt. Jetzt kommen wir doch langsam weiter. Und die Hintergrundmusik im Übrigen unterstützt den Spieler dabei. Ne? Also bei dem erfolgreichen Einsatz eines Artefakts oder eines Rätsels spielt immer im Hintergrund so leicht die Musik an. Ja, also das lenkt auch den Spieler. Also die Musik ist hier ludisches Prinzip. Das so. Artefakt passt perfekt in das Loch. Ich höre, wie hinter den alten Mauern irgendein Mechanismus in Gang kommt. Aber irgendwas wurde dadurch ausgelöst und steckt jetzt fest. Und jetzt müssen wir das nehmen, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Ich nehme die Geschosshülse weg. Das Kreuz klappt nicht mehr runter. Irgendein Mechanismus hält es oben. Jawohl, der Kolben hier, den müssen wir auch nochmal rausnehmen. Also vielleicht, um das Rätsel jetzt mal hier ein bisschen zu beschleunigen. Es ist so, dass diese Tür verklemmt ist. Um diese Tür nach oben zu schieben, brauche ich etwas Flaches, etwas aus Metall. Und alles funktionierte nicht und deswegen legt man die Geschosshülse hier unter diese Türe, um sie durch das Ganze, durch diesen Mechanismus faktisch einzudrücken und abzuflachen. So, ich schau mal schnell. Und... Als ich das Kreuz angehoben habe, schloss ich die Eingangstüre und eine Art Steintafel öffnete sich. Genial. So, jetzt kann ich weggehen. Ohne etwas zum Abstützen fällt das Kreuz direkt wieder runter. Und vielleicht was auch noch ganz elementar ist, das nämlich die... Die Steinplatte hat ein Ende der Geschosshülse zusammengequetscht. Wir haben ziemlich... häufig in diesen Dialogen und das finde ich schon bemerkenswert, Präteritalform. Natürlich neben Perfekt und Präteritum Perfekt. Aber das ist schon bemerkenswert. Ein schön stilistisches Element dieses Spiels. So, jetzt setzen wir hier, glaube ich, nochmal die Geschosshülse ein. Unter das Kreuz. Dann... Ja, wieder die unterstützende Musik. Dann setzen wir da den Kolben ein. Jetzt öffnet sich links die Tür. Jetzt sehen wir die Geschosshülse. Dadurch, dass der Kolben sitzt, der Zylinder sitzt, schließt sich die Tür nicht mehr. Ich nehme die Geschosshülse weg. Genau. Und die setzen wir jetzt in der Tür. Ich habe mich richtig erinnert. Gut. Geheimnisvoll. Ein weiterer guter Verwendungszweck für eine Geschosshülse. Noch ein Geheimraum. Irgendwer hat etwas zu verstecken. Aber was genau suche ich? Das ist die entscheidende Frage. So. In der Dunkelheit kann ich erkennen, dass es ein Arbeitszimmer ist. Aber was für Arbeit? Und was hat es mit Carchon zu tun? Auch das ist, also man merkt so an so den einzelnen Begriffen, die heute in der Frequenz nicht mehr oder nicht mehr verwendet werden, oder dass man zumindest etwas anderes verwenden würde, dass man hier tatsächlich ein Spiel hat, das vor 30 Jahren vertont wurde. Das Ding funktioniert noch. Der Raum wird taghell erleuchtet. So. Das Besondere ist, dass ich das tatsächlich nicht mehr hinter so einer genau solchen weiß. Türe stecken immer wichtige Sachen. Ich muss herausfinden, wie ich sie aufkriege. Na, vielleicht mit dem Schlüssel, ne? Wir gucken mal. So. So ein Schreibtisch ist da immer verdächtig.
Man wird auch ein wenig gelenkt hier. Mangels Staub ist es unübersehbar, dass an diesem Tisch erst vor kurzer Zeit jemand gearbeitet hat. Die Restpfütze in dem Becher ist weder eingetrocknet noch verschimmelt. Sie ist nicht älter als einen Tag. Hätte ich dazu Becher besorgt? Oh mein Gott. Auf dem Blatt waren meine ganzen persönlichen Daten ausgedruckt. Alles. Von meinen Lieblingsspeisen bis zur Körbchengröße. Das mit der Kokosschokolade stimmt ja, aber hört mal, Jungs, ich trage Größe 36. Es liegt sogar ein Foto von mir dabei. Mit einem Teleobjektiv aufgenommen. Carchon hat dieses Foto bestimmt nicht selbst gemacht. Das ist eine größere Sache und gut organisiert. Ich bin ein Teil davon. Und es werden Leute dabei ermordet. So. In der Schublade finde ich eine Notiz, die aber irgendwie verschlüsselt ist. Ich glaube, das ging noch weiter. Was ist denn? Ich ziehe die Schublade noch raus, genau. Mist, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn sowas passiert. Was war jetzt? Die Schublade geht ganz leicht rauszuziehen. Also steckt da was drin. Ich glaube, das war das Foto. Das Foto ist hinter die Schublade gerutscht. Aber trotz des Alters ist der Typ im Vordergrund deutlich erkennbar. Carchon. Hinter ihm sieht man Soldaten, ein brennendes Dorf und eine Leiche. An der rechten Seite ist das Foto abgerissen. Irgendjemand wollte offenbar nicht mehr mit auf dem Foto erscheinen. Überraschte mich nicht. Das war Afrika in den 60ern. Ein Aufstand wurde brutal niedergeschlagen. Und mittendrin Mr. Medienzar persönlich. Carchon, der beim Niederschlagen Hand anlegt. Dieses Foto ist nicht nur ein wichtiges Beweisstück, es ist auch meine Eintrittskarte zu einer explosiven Story. Aber es muss doch noch mehr zu entdecken geben. Ja, die explosive Story. So, was haben wir hier noch auf dem stehen? Schreibtisch haben wir uns schon angeschaut. So, wir gucken mal hier weiter, was da noch ist. Die Fahnen sind ausgeblichen, aber ihre Bedeutung ist noch völlig klar. Faschistische Flaggen. Purer Hass. So. Ach so. Nee. Zurück. Wir haben ja eine Botschaft. Ach, große Güte, das war das. Das ist übrigens ganz beliebt hier in der Reihe. Ein Symbol kriegt man sagen. So, also ich denke, das können wir uns einfach machen. Ich weiß noch, dass so ein Wort aus drei Buchstaben ein Und ist. Ich weiß noch nicht mehr welches. Ich probiere mal das hier. Also, das wäre das und das. Und die anderen leuchten immer mit auf. Das können wir mal probieren. Das ist das, dieses Zeichen hier. Das macht schon hier keinen Sinn mehr. Ja, das ist faktisch linguistisch nicht möglich. Ist natürlich auch ein schönes Thema für eine Linguistik-Vorlesung und geht vor allen Dingen zusammen mit dem wie ist das Spiel jetzt? Chance of Senna, ja. So, also das wird nichts hier. Okay, das können wir zurück machen. Probieren wir mal das nächste aus. Das ist auch dreistellig. Und könnte tatsächlich. Also eins von den beiden war es, wenn ich mich richtig erinnere.
Dann wäre das das N. Und etwas kryptisch das D. Ja, das sieht auch wesentlich besser aus. Oh, was ist das hier? Nee, das passt doch nie. Das passt auch nicht, das ist es auch nicht gewesen. Okay, gehen wir mal zurück. Vielleicht ist es das Ganze unten. Vielleicht ist es das hier. So, probieren wir das mal hier unten auf. U wäre das. Es sieht aber schon sehr nach einem N aus hier, ne? Das wäre zu offensichtlich. Da kann man es auch gleich lassen. Also. Falsch geklickt. Dann wäre. Das N wäre das. Und das wäre das. Nee, das geht gar nicht. Das hat auch drei. Das hat auch drei. Schauen wir das mal durch. Oh. Dann das. Ein N. Wäre das. Die sieht gut aus. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das N ziemlich weit hinten in jedem Wort. Da würde ich als Linguist doch mal sagen, das sieht doch gut aus. Probieren wir es einfach mal. So viel haben wir nicht mehr zur Wahl. So. Sowas könnte hier rund. Ne, kann es nicht. U kann es nicht sein. Hier müsste ein Vokal stehen. Also sind, Sand, Rind käme hier in Frage. Aber hier haben wir zum Beispiel, dieselbe Kombination nur andersrum. Und das könnte ein Ist sein. Ja, also sind und gibt keine andere, oder Ast, ja. Auf jeden Fall könnte das hier ein S sein. Das probieren wir jetzt mal aus. Wenn wir das haben, das wäre schon ziemlich gut. Halt. So, was haben wir denn da? Hier, sind. Ich denke, das ist sind. Ich probiere das mal aus jetzt. Sind. Und dann wäre das da hinten ein. Was ist das für ein Buchstabe hier? Für ein Zeichen? So passt jetzt hier. Das. So, dann ist das ganz klar ein Ist. Dieses eigenwillige. So. Da wir in Bedrohungssituationen sind, wird das nicht Tat sein, sondern Tod. Ja, kollokativ sind Tod. Schauen wir mal. Da hätte man auch drauf kommen können. So. Achso, so rum geht's auch. So, das wird ein A sein hier. Moment. Das ist viel einfacher, wenn man so rum macht. Moment, ich markiere das jetzt mal. Ja, da sieht man. Wo das A sein könnte. Das wird ein Name sein hier.
Das ist auch ein Name, dann ist es auch ein R. Wir schauen mal schnell. Das macht keinen. Das muss ein Name sein. Armor. Okay, das hier oben ist ein bisschen eigenwillig. Könnte aber auch ein, ja, könnte auch ein Name sein. Arno. Und sind tot. Das ist. Mein käme hier in Frage oder kein. Entschuldigung. Ich schau mal schnell nach dem. Haben wir nur einmal. Da können wir das auch einfach wieder tauschen. Dann wäre das nämlich ein E hier. Und damit einer der häufigsten Buchstaben im Text. Kein. Offenbar. Machen wir jetzt erstmal das Offensichtliche. Ja, also das heißt, je absonderlicher ein lexikalischer Ausdruck ist, umso deutlicher wird das sofort in so einem Text. Das andere ist dann also das F. Offenbar. Dann wird das hier wohl. Offenbar sind alle, das ist ein alle in Gefahr. Na, jetzt ist nur noch klicken. Dann wird das das H sein. Dort oben. Das wäre deswegen das komische doppelte R, wegen Eigennamen Pierre. Das ist das V. Das ist das C. Jetzt ist nur Fleißarbeit. Das ist das W. Dann haben wir da das J. Das ist das Z. Ja, nee, das war jetzt falsch. Habe ich auch gemacht. Jetzt nur so viel. Arno und. Das ist das M. So, jetzt müssen wir ein bisschen rumraten. Zamada, Yamada, Xamada, Kumada. Wird's denn, also, ich probiere jetzt erstmal Y. Ach, das waren die. Offenbar sind alle in Gefahr, die beim Treffen im Juli dabei waren. Sei extrem vorsichtig, X. Sie lautet so. Pierre. Vollständiger Bericht später. Ach schön, jetzt da habe ich jetzt das, hab ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass ich jetzt so ein Rätsel hier noch machen muss. Offenbar sind alle in Gefahr, die beim Treffen im Juli dabei waren. Sei extrem vorsichtig, X. So. Damit denke ich, sind wir jetzt hier eigentlich. Justitia starrt mich von einer Steintüre aus an, die die Stahlbänder. Aber ich habe auch nichts, um das zu öffnen, ne? Nicht wirklich hilfreich. So, ich probiere noch. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ob das jetzt, ob ich da gleich rankomme. Halt. Ein bisschen. Aber mehr als das habe ich nicht. Nee. Ich denke, das war's hier. Das Licht auszuschalten ist nicht sehr hilfreich. So. Ich glaube, jetzt muss ich das rausnehmen. Dann müsste eigentlich wieder aufgehen, ne? So. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schnell fertig bin. Ich denke schon. Ich kann noch nicht gehen. Ich habe das Gefühl, hier ist noch mehr zu finden. Da wir es vorhin gerade hatten, ne? So.
hoffe, jetzt ist die Türe noch offen. Oh, jetzt fange ich wieder an mit dem Ding. Na gut. Irgendwas habe ich übersehen. Aber was? Was ist denn eigentlich das komische Ding hier? Der Elefant. Das ist der schöne Elefant, den mein Vater geschnitzt hat. Ja, was wohl ein Elefant in Südafrika zusammen zu tun haben, ne? Ein Schelm, der Schlimmes dabei denkt. So, und jetzt würde ich hier die... Jetzt öffnet sich die Tür gleich, das ist doch wenigstens mal was. Ich nehme die Geschosshülse weg. So, aber was habe ich in dem Raum übersehen? Was habe ich hier übersehen? Das macht schon mehr Sinn. Ach, guck an. Da lag noch was auf dem anderen Tisch. In dem alten Schreibtisch finde ich nichts. Der wurde schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Die Fahnen sind ausgeblichen, aber... Was soll so an die Fahnen wieder? Faschistische Flaggen. Purer Hass. Also sagen wir es mal so, Pierre war offensichtlich... in eine Sache verstrickt, die ein bisschen größer war. Das sind die Artikel, die ich über den Kostümmörder geschrieben habe. Ich hatte recht mit meinem Verdacht. Kershaw hat sie ausgeschnitten. Zwei Geschäftsleute waren ermordet worden. Einer in Italien, der andere in Japan. Arno und Yamada. In beiden Fällen war der Täter verkleidet. Einmal als Pinguin, das andere Mal als Schneemann. Aber das war nicht die einzige Verbindung zwischen den beiden Morden. Beide Opfer waren große Medienstars und gaben sich als Wohltäter. Und ich hatte bewiesen, dass beide Dreck am Stecken hatten. Und wie passte nun Kershaw in dieses Bild? Ich habe genug Material für eine Story. Eine unglaubliche Story, die mich berühmt machen und Kershaws Ruf zerfetzen wird. Ich muss schnell nach Hause und lostippen. So, das war der Trigger, der gefehlt hat. Artefakte, Festnetztelefon, großartig. Bonsoir, Collard. Nico, ich bin's, Ronny. Hallo, Ronny. Na, schon den Champagner geköpft? Spinnst du? Was ist denn los? Wart mal, du hast es nicht gedruckt? Natürlich habe ich's nicht ins Blatt genommen. Das ist das Beste, was ich jemals geschrieben habe. Das Letzte, soweit es mich angeht. Es ist wichtig. Es ist Selbstmord. Du kannst nicht einfach einen Nationalhelden demontieren. Aber er hat's verdient. Seine Leiche ist nicht mal unter der Erde. Ronny, vor 2 Stunden habe ich dir erzählt, was ich rausgefunden habe, und du warst ganz heiß drauf. Du hast mich angefleht, die Story sofort zu schreiben. 2 Stunden sind eine Ewigkeit im Zeitungsgeschäft, Nico. Jemand hat dich unter Druck gesetzt, stimmt's? Hör zu, Nicole. Hör gut zu. Pierre Cachon hatte eine Menge Freunde. Sehr mächtige Freunde. Tu dir selbst einen Gefallen. Ich soll vergessen, was passiert ist? Ich sehe, wir verstehen uns. Ende der Diskussion. Gute Nacht. Das hätte mein großer Durchbruch werden sollen. Aber ich weiß genau, ich kann die Story niemandem sonst verkaufen. Wenn Ronny sie nicht drucken will, dann die anderen erst recht nicht. Ja, die Zeit vor dem Internet, ja, wo Zeitungen noch gedruckt wurden. Bonsoir, Collard. Mademoiselle Collard, mein Name ist Plantin. Ich muss mit Ihnen über Ihre Story reden. Ihre Story über Pierre Cachon? Woher wissen Sie? Es gibt Leute da draußen, denen Ihre Story sehr ungelegen käme, Mademoiselle. Ach wirklich? Dann ist heute ja wohl Ihr Glückstag. Die Story liegt nämlich auf Eis. Ja, ich weiß. Wir müssen uns treffen. Ach, müssen wir? Ich habe Informationen zu Ihrer Kostümmördergeschichte. Morgen früh, 8 Uhr. Café de la Chandelle Verte, Rue Alencor. Ich werde einen grauen Mantel tragen. Sie dürfen mit niemandem darüber reden. Sie können mir nicht vorschreiben, was ich... Morgen um 8. Ich erwarte Sie. Ja, wenig vorhanden. Die Leute beschweren sich ja dauernd über Zeitungsartikel. Aber normalerweise nicht, bevor sie überhaupt gedruckt sind. Langsam bekomme ich Angst. Die
Dieser Plantin. Kann ich ihm trauen? Soll ich mich mit ihm treffen oder das Ganze vergessen? Ich weiß keine Antwort darauf. So. Das ist tatsächlich die Vorgeschichte, die im Director's Cut. Ich bin erst eine Woche in Paris. Integriert ist. Das ist aber der eigentliche Start die Stadt verliebt. Der Story gewesen. Meine neueste Entdeckung ist ein kleines Café, La Chandelle Verte. Ich bin sicher, die Kellnerin hat ein Auge auf mich geworfen. Der gute alte Stobbert-Charme, schätze ich. Ich habe ja keine Ahnung, wie brutal ich gleich aus meinen Träumen gerissen werden sollte. Also auch tatsächlich eine relativ überraschende Gewalt, ne, in so einem Spiel. So, und das ist der Ursprungseinstieg in die Geschichte von Broken Sword. Als ich mich wieder aufrapple, bin ich stinksauer. Den einen Moment ist man noch im Urlaub, im nächsten jagt einen so ein Clown in die Luft. Ich weiß natürlich sofort, was ich tun muss. Ich werde diesen Clown finden und seiner gerechten Strafe zuführen, weil Gerechtigkeit wichtig war. Gerechtigkeit ist sowas Erhabenes wie Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit. Deswegen habe ich doch schließlich Jura studiert, oder? Naja, und wegen der enormen Honorare natürlich. Also man sieht schon, mit Stereotypen geizt diese Figurencharakterisierung nicht. Er ist Amerikaner, ja, und locker flappt sich drauf. Und das ist jetzt auch der Punkt, an dem ich diesen Einstieg in Broken Sword ganz gerne abbrechen würde. Nicht, weil das Spiel nicht interessant wäre, sondern weil ich eigentlich nur mit diesem Video ein paar Sachen zeigen wollte. Also erstens, es ist unglaublich professionell vertont, mit einer wirklichen Liebe zum Detail. Das Ganze war nur vom im Wechsel des Speichermediums möglich, also von Floppy Disk zu CD. Das zweite ist, dass man heute die qualitativen Unterschiede zwischen den Tonspuren, die später aufgezeichnet worden sind, die aus dem Spiel integriert wurden, tatsächlich hört. Und das unglaublich viel zu dieser Geschichte beigetragen hat, die hier erzählt wird. Also eine Kriminalgeschichte mit einem historisch-mythischen Kern, ja, der hier fiktional ausgebaut wird. Und die Spielfiguren den Spieler selber durch das Spiel leiten. Das haben wir jetzt in zwei, drei Positionen gesehen, wo die Spielfigur sagt, ich glaube, ich muss hier noch was suchen oder ich bin noch nicht fertig oder jetzt habe ich alles gesehen, jetzt kann ich gehen. Und so auch das Spiel selbst vorangetrieben wird. Das heißt, die Spielfiguren und die Sprache im Spiel übernehmen bestimmte Funktionen, die auch das Spiel selbst vorantreiben. Zur sprachlichen Struktur und wenn wir über Sprache und Spiel reden, dann ist es ja so, dass der Zusammenhang besonders interessiert. Wir haben gehört, es gibt einzelne Begriffe, also einzelne Lexeme und verfestigte Mehrworteinheiten, die man so heute in der Form nicht mehr verwenden würde. Und der Sprachstand ist nicht so weit weg. Also wir haben hier zwar eine Translation aus dem Französischen, aber sind 30 Jahre und bestimmte Begriffe würde man nicht mehr verwenden, weil es auch die Gegenstände dazu nicht gibt. Also es gibt kein Festnetztelefon mehr, es gibt keine Zeitung mehr und es gibt eben keine Knipse mehr. Ja, also das sind Dinge, die schon bemerkenswert sind und auffallen. Und andere Details schauen wir uns nochmal genauer an, wenn es soweit ist. Aber für heute Abend soll es das erstmal gewesen sein. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich hier auf dem Channel weitermache. Entweder mit Helldivers 2, das ist sehr wahrscheinlich, oder aber vielleicht schaue ich doch noch einmal in Baphomets Fluch 5 hinein. Also das heißt Broken Sword mit der Sündenfall im Deutschen. Und ist nicht weniger uninteressant, was die Story angeht. Also zumindest, wenn man sich ein bisschen für Geschichte interessiert. Also das heißt, von den Templern, die hier eine Rolle spielen, geht man im fünften Teil in Richtung der Katar. Und der nächste Teil, Parzival's Stone oder der Gral, da dürfte klar sein, in welche Richtung das geht, nämlich von Mont Ségur, den Kratachern aus, bis hin zu Turan, der SS. Und der SS
Da bin ich mal gespannt, aber dazu kann ich jetzt noch nichts sagen, dazu ist noch nichts bekannt. Also ich bin nur gespannt. Okay, also wenn ihr was spielen wollt, Teil 1, Teil 5 und auf den nächsten Teil warten. Für mich ist es das heute Abend gewesen und bin gespannt, wie es hier auf dem Kanal weitergeht. Bis dahin, ciao. Dann grüße ich doch nochmal Magdeburg. Wahnsinn, durchgehalten. Also, und auf bald. Ciao.